Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf Bergisch Land, ich weiß nicht, wie es richtig heißt. Mit dem Jürgen, mit dem Maschierer. Hallo. Hallo. Oh Gott, bleib stehen. Ja, immer noch am Ballenpressen hier für die Missionen, die wir hier haben. Aber wir haben tatsächlich einen ganz guten Deal ausgehandelt mit Uwe, der uns den Ballenwagen zur Verfügung stellt. Somit geht das Ganze auch viel schneller als wie mit dem Frontlader oder mit diesen Fliegeldingern, die am Händler rumstehen. Das ist ja nicht so geil. Deswegen auf alle Fälle heute noch dieses Feld fertig bringen und dann schauen, wie weit wir auf die 110 heute kommen. Das wäre gut, das wäre schön. Jörgi, bringst du dann die Ballen weg? Würde ich machen, ja. Wie lange brauchst du ungefähr noch? 5 Minuten, 10 Minuten. Ja, ja, perfekt. Was? Das sind 5, dann sind 10, weißt du? Ja, je nachdem, was mein Trecker macht. Ja. Ja. Würdest du dann unseren Anhänger mit runterbringen zu Uwe? Na klar. Sehr gut. Achso, ich kann schon mal. Ich gucke den Ballen zu, wie er wickelt, kann aber eigentlich schon weiterfahren. Ab und zu, ne? Denkst du dir echt, alter Schwede? Ist die 110 größer als die 23? Ja, kleiner. Okay. Okay. So, Jungs. Ja? Und flacher. Sehr gut. Jörgi, heute dein Abendprogramm an Heiligabend? Mit der Familie zusammensitzen, Geschenke auspacken und eventuell noch Spiele spielen. Ja, was für Spiele spielen? Phase 10 oder Mensch, Ärgerchen, nicht mal gucken. Macht ihr sowas klassisch? Ja. Okay, cool. Maschira, habe ich gehört, betrinkt sich heute Abend, sehr schön. Ja, essen. Und wegen der Sperrstunde dann wieder rechtzeitig nach Hause. Ja. Oh. Ist zwar eine Stunde verlängert worden, aber. Ja. Bevor dann alle auf die Straße fahren und dann. Dann hast du auch nichts von, ne? Ne. Und du? Ja, wahrscheinlich auch. Also wir werden dieses Jahr so machen, habe ich mich breitschlagen lassen, dass wir Weihnachten bei uns feiern, weil wir die größere Wohnung haben. Also wie die Schwiegermama. Weil wir machen das ja so, wir feiern ein Jahr bei meinen Eltern und ein anderes Jahr bei ihren Eltern. Weil du musst ja alle irgendwie... Hallo Ron. Hallo. Ich habe eine Frage. Ja. Könnten wir sich bei euch mal kurz das Wasserfass ausleihen? Das Wasserfass? Ja, klar. Das wäre sehr lieb. Wisst ihr auch, wo man das Wasser fast befüllt? Am Hof? Ich glaube auch am Hof, oder? Okay, da muss ich bei uns da mal gucken. Warte mal. Auf welchem Hof bist du? Auf dem Mainzmeer. Ah, da ist ein Wasserschlauch am Kuhstall. Ah, okay. Ja, das ist gut zu wissen dann. Wo hast du das? Bitte? Bei Feld 100, ne? Ich fahre jetzt mal zu eurem Hof hinter. Ihr habt da bestimmt das Wasserfass bei euch hinten am... Und komm, hilf mal zu deinem Hof. Warte. Da, wo ich stehe, ist der... Warte, Maschi. Warte, komm rein. Zack. Jo. Ah, da, wo dieser... Ah, da. Ja, da ist der Wasser. Okay, cool. Dankeschön. Das ist super. Wasserfass steht, wenn du reinkommst, linke Seite. Alles klar, danke. Bitte. Bitte speck bis gleich da. Tschüss, tschüss. Was soll ich? Genau. Also wir sind ein Jahr bei ihren Eltern, ein Jahr bei meinen Eltern. Weil halt jeder irgendwie miteinander Weihnachten feiern will, aber irgendwie bei einer größeren Familie wird es halt irgendwann schwierig werden. Zumal du auch nicht 20 Leute Sitzplatz geben kannst, zumindest bei uns nicht. Und deswegen haben wir gesagt, aber da die Wohnung der Schwiegermutter kleiner ist als unsere Wohnung, machen wir das bei uns. Bin ich auch sehr gespannt drauf.
Heißt also, machen wir den ersten und zweiten Weihnachtstag dann mit der Familie, ne? Ja, wir machen das dann halt auch so. Also am ersten Weihnachtsfeiertag, also ergo morgen, sind wir dann bei meinen Eltern und holen da Geschenke ab und essen da noch was Schönes und ja, wie es halt so ist. Und dann war's das für heuer, weil wir ab dem 25. glaube ich war es gewesen, haben wir den dritten Lockdown. Und da ist Ausgangssperre, also du darfst dann nichts mehr, ne? Gar nichts mehr. Und es wird auch kein Silvester geben, also die haben klipp und klar bei uns gesagt, rumböllern ist heuer nicht. Was haben sie bei uns wieder aufgehoben? Nee, bei uns haben sie... Ja, bei euch ist aber auch so, dass die Länder das untereinander entscheiden, oder? Jetzt aufgehoben im ländlichen Raum oder im städtischen? Ländlichen auf jeden Fall. Okay. Städtischen interessiert mich auch nicht. Ist mir egal. Wo hast denn du den Eingang bei diesem Zaun hier? Ja, muss man da gerade ausfahren und dann... Ja, ist schon ein Unterschied, wenn 100 auf paar Quadratmeter böllern und... Wenn jetzt eine halbe Stadt da rumböllert. Also, es ist halt so, ich denke mir halt so, das Problem ist halt, du weißt halt, dass die Leute sich nicht im Griff haben. So, wenn jetzt jeder seine Rakete zündet zum Beispiel oder irgendwie einen Böller loslässt, keine Ahnung, irgendwas, und das im Freien, weil im Innenraum machst du das ja eher selten, dann wird das auch kein Problem sein. Aber es wird wahrscheinlich wieder daraus hinauflaufen, dass sich unzählige Leute wieder betrinken und besaufen müssen und dann wieder unkontrolliert den Abstand nicht einhalten. Und das ist das Problem dabei. Das Böllern per se, glaube ich, ist nicht so problematisch. Zumal das ja, wie gesagt, alles im Freien ist. Aber, ja, Partys, Menschenansammlungen, wir feiern ins neue Jahr und, ja, wie auch immer. Das ist halt, glaube ich, die Idee dahinter. Aber das Verkaufsverbot ist ja immer noch da bei uns. Verkaufsverbot? Ja. Das ist ja auch wild, oder? Du darfst es nicht kaufen, aber du darfst es abfeuern. Ja. Geilo! Da kenne ich, was viele gemacht haben, die aus den östlichen Bereichen. Was haben die gemacht? Nach Polen rübergefahren. Darfst du das einführen? Ja. Obwohl, weiß ich nicht, ob du das darfst, aber machen viele. Ja, Polen ist bekannt. Ja. So wie die Holländer, die dürfen es nicht einführen. Von Deutschland aus. Prinzipiell kannst du ja sagen, wenn ich. Also, es ist halt so, ne? Da gehen wir jetzt davon aus, Silvesternacht, Raketen gehen hoch. Polizei kommt, ihr Schlingels. Wo habt ihr das Zeug her? Kannst du immer noch sagen, ja, ich vom letzten Jahr übrig. Ja. So, was will der dir denn beweisen? Ja, klar. Das stimmt wieder. Denke ich mir halt so. Also, ja. Wenn er dich nicht explizit beim Kauf erwischt hat, ist das wirklich schwierig. Das stimmt, das ist schwierig, das Thema. Gut, dass ich früher Richter Holt gesehen habe und Richterin Barbara Salisch. Was? Besten Sendung überhaupt. Ja, mit Schauspielern, ja. Ja, klar. Hier ist Matsch auf der Karte. Ja. Ich bin auch schon durchgefahren vorher. Hat ein bisschen gespritzelt. Ich bin nämlich gerade noch was hier so nebenbei auf einmal hochspritzt. Ja. Nicht überall und nicht viel, aber es gibt so ein paar Stellen. Alter, wo geht das Geld gerade hin? Wann wahrscheinlich im Wasser auffüllen. Ich frag mal. Er ist aber nicht bei uns auf dem Hof. Nee, aber es ist unser Fass. $365. Oh, geht ja noch. Ja, geht noch, aber mir hat's gerade interessiert, wo das hingeht, das Geld. Weil so dick haben wir es jetzt auch nicht. Schon wieder voll das Ding, Alter.
Blöde. Was denn? Sie haben Wasser gerade aufgefüllt. Hast du gesagt, was das kostet? 365, aber davon wollte ich die Mehlwerke bekommen. Okay. Haben wir jetzt sowieso auf Post, ja. So, da hat sich ein Ball in den Wald verabschiedet hier. Also darf ich gleich auf die Suche gehen. Nee, er liegt noch genau vor dem Baumstamm. Also musst ziemlich im hohen Gras musst du schauen, bitte. Okay. Ich werde ihn schon finden. Ist das denn der gleiche Abladeort? Nee. Okay. Sind schon ein paar Ballen, ne? Die Bahnen sehen hier nicht so doll aus, aber kommt schon ein bisschen was runter. Hallo, Jürgi? Hallo. Ja. Magst du das Wasser fast gleich wieder mitnehmen? Kann ich machen, ja. Ja, komm wenn ich da rein oder muss ich rausrunden? Nee, du kannst hier hinten reinfahren, da wo ich stehe. Also einfach bloß rückwärts und dann hier die kleine Weide rein. Es sind aber noch 45% drin. Was ist noch besser? Was habt ihr denn für Tiere? Schafe. Ach, das Lämmchen. Ja, Lämmchen, ne? Wir werden aber noch erweitern. Aber wir haben viele Schafe mittlerweile, also schwarze Schafe. Was habt denn ihr für Schafe? Nur weiße. Die könnte man ja da züchten. Glaube ich. Dann wären es schwarz-weiße. Aber keine wild gefleckte Schafe haben. Ja. Wenn es graue werden. Ja. Ja, dann. Ja. Wären es komische Pullover, aber. Das ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Sonst geht's euch gut? Ja. Ja. Das ist schön. Ne? Was ist denn heute? Heute ist heiliger Abend. Ach, heilig, da war was, ne? Ich wünsche euch doch schon mal von ganzem Herzen. So, ich muss jetzt die Schäfchen füttern, ne? Aber mach das mit Liebe. Na, immer. Also, ich bin ein absoluter tierlieber Mensch. Ja. Ja. Osterlamm. Tschüss, Ron. Nein, tschüssi, ich wünsche euch was. Bis später. Tschüss, gell. Danke. Osterlamm, weißt du? War Uwe nicht gerade da? Ja. Okay. Aber wo wir gerade vom Essen reden, vom Lamm, was gibt's denn bei euch zu Weihnachten zum Essen? Tatsächlich bei uns. Ja? Kein Plan. Kein Plan? Okay, ich hab schon einen Plan. Nudelsuppe und kalte Platte. Okay. Also allerlei Wurst, Käse und ganz im Aufstrich, Zeug und ach, keine Ahnung. Viel auf alle Fälle. Es ist immer viel. Es ist immer zu viel eigentlich. So, ich habe jetzt 90%, das werde ich wohl doch voll bekommen hier. Hast du den Wagen unten stehen lassen oder steht der bei uns oben? Welchen Wagen? Ja, kleiner. Für Uwe und Ron. Uwe. Der steht in der Halle, wo der Düngersteuer drin steht. Okay. Hof ist so groß. Ne, bei uns gibt es tatsächlich einen Hasen. Einen richtigen Hasen? Ja. Geil. Richtig eingelegt? Ne, frisch. Also ein paar Tage alt ist er schon, aber... Ja, ne, ich meine in Marinade, also Rotwein oder so. Ne, das nicht. Mit was für eine Füllung? Gar nichts.
Gar nichts, einfach nur so? Ja. Oh, geil. Was mache ich jetzt mit. Die Ballenpresse war von der Mission, ne? Die du hast, ja. Grüße! Ein frohes Fest wünschen wir von da unten. Ja, wir euch auch. Sehr, sehr schön. Ja. Habt ihr schon schön gespeist oder nee, werdet ihr heute schön speisen? Ja, Jörg hat gesagt, bei ihm gibt's Hase. Heute Abend, ja, wahrscheinlich. Okay. Was gibt's so beim Rest? Bei uns gibt's nur also eine Nudelsuppe und kalte Platte. Oh, kalte Platte heißt so Stulle oder Was heißt Stulle? Ja, Brot. Ja, Brot. Ja, das war die Frage, also. Ja, ja, okay. Brot. Ja, aber auch schön. Ja. Wo bei dir? Bei uns gibt es tatsächlich dieses Jahr das erste Mal vegetarisch. Wir werden einen großen Blumenkohl im Backofen hauen mit lecker Marinade, ein bisschen Klöße und sowas dazu. Mal gucken, wie es ist. Wir haben uns mal gegen so die das klassische Gänsebrust entschieden. Hast du dich überreden lassen oder war das deine Idee? War meine Idee und meine bessere Hälfte hat mitgezogen. Gut. Man muss auch irgendwie mal aus diesen, ja, trotz in Anführungsstrichen, alle Jahre wieder das Gleiche mal rauskommen. Das geht überhaupt nicht. Irgendwo, ja. Also keine Gänseleber. Boah. Nee, habe ich noch nie gegessen. Werde ich auch nicht so schnell. Aber ich kenne es von mir. Bei uns gab es zu Hause immer so Kartoffel- oder Nudelsalat mit einem Würstchen dazu halt. Ja, kenne ich. Das gibt's, glaube ich, bei ganz viel. Und meine Frau kannte halt tatsächlich nur so das Festessen so an Heiligabend. Es gab bei uns dann halt immer am 1. und 2. Ja. Und jetzt haben wir halt mal einen Kompromiss gemacht. Es gibt mal was ganz anderes. Mal interessant. Sehen. Berichte gerne, wie es geschmeckt hat. Mach ich sehr gerne. Bin auch gerne bereit, Fotos anzusehen. Ach du Heilige. Also ich kann zwar ein bisschen kochen, ne? Aber ob es für Fotos reicht. Wenn's ansehnlich ist, dann schicke ich dir mal. Sehr gut. Gut. Männer, ganz kurz, kann ich mir euren Anhänger gleich holen? Oder habt ihr den? Der müsste unterwegs. Müsste gleich bei dir ankommen. Ah, perfekt. Ihr seid Schätze. Okay. Jawohl. Super. Ich würde einfach kurz da bleiben. Würdest du kurz da bleiben? Dann mache ich hier mal Feierabend für uns alle. Warte, ich kann Ende nicht schreiben. Summer! Und Ente schreiben. So, gut. Es gibt Ente. Nein, es gibt nicht Ente. Liebe Leute, wir sind fertig für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Euch allen ein frohes Weihnachtsfest heute Abend. Seid lieb, seid nett und esst nicht zu viel, das geht schief. Und wir sehen uns wieder morgen bereits. Morgen Freitag zu einer weiteren Folge hier auf Bergisch Land. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.